Also in verschiedene Richtungen probiert. So, jetzt versuchen wir nochmal auf meinen Server. Also auf seinen Server funktioniert das. Oh, ich darf mich nur 200 Meter von Ihnen entfernen. Yeah! Hallihallo und herzlich willkommen bei Atlas. Wir befinden uns auf Blackwood und ich zeige euch heute, das war jetzt auf Anfrage von einem Zuschauer, ich zeige euch heute, wie ihr auf Blackwood auf euren Singleplayer mit euren Freunden zusammenspielen sollt, könnt, sollt. Ihr sollt, ne, wie ihr könnt. Am Ende des Videos erzähle ich über diese Metern, die Entfernung der Meter. Danach, wo ich das Video nicht mehr aufgenommen habe, haben wir ausprobiert. Also 400 Meter Entfernung war ich dann irgendwie rot, meine Schrift. Also der Freund war sozusagen schon im roten Bereich. Bei 300 war ich dann gelb und unter 300 bin ich dann grün. Also die Entfernung ist schon wichtig. Ihr dürft nicht zu weit weg von eurem Freund, der das Spiel hostet. So, jetzt zeige ich euch mal, wie ich das gemacht habe. Also wir gehen jetzt erstmal in Menü. Mache ich jetzt einfach jetzt so rum. Und dann gehen wir auf Singleplayer Host. Das wollen wir ja auch. Wählen wir hier die Datei, die ist hier auch gespeichert. Also euer Spiel wird jetzt nicht neu gestartet oder irgendwie alles gelöscht, auch wenn ihr davor im Singleplayer gespielt habt. Das finde ich eigentlich persönlich ganz, ganz wichtig. So, okay, also ich habe auf Blackwood gespielt und dann hier Host Non-Dedicated Season. Season habe ich gesagt, Session. Und dann hier gebt ihr den Namen und Accept. Und so startet das. So, und jetzt zeige ich euch, wie ich mit meinem Freund alles halt ausprobiert habe. So, dann viel Spaß. So, ihr Lieben, jetzt habe ich alle Einstellungen vorgenommen, die wir für das Hosten brauchen. Und jetzt gucken wir mal an. Ich habe jetzt meinen Bekannten angeschrieben, ob er jetzt bitte mein Spiel beitreten soll. Jetzt befinde ich mich immer noch auf dem Singleplayer, aber ich habe jetzt sozusagen auf meinem Rechner den Server für alle sozusagen online gestellt. Gut, ich habe das jetzt mit Passwort geschützt, dass jetzt nicht hier 1000 Leute drauf kommen, aber so ist das möglich, dass ihr auf jeden Fall mit euren Freunden spielt. So, jetzt warten wir mal ein Momentchen, bis er dann da ist und dann ja, gucken wir mal, ob es geklappt hat. Da sind wir. Wir sind jetzt aber in irgendeinem Gebiet. Nur wie ihr seht, da ist so eine Anzeige von Metern. Also 200 Meter darf man entfernt sein von den Hoster. Wir haben jetzt andersrum probiert. Also in verschiedene Richtungen probiert. So, jetzt versuchen wir nochmal auf meinen Server. Also auf seinen Server funktioniert das. Oh, ich darf mich nur 200 Meter von Ihnen entfernen. Yeah! Das war aber möglich irgendwo einzustellen. Bei Ark war das möglich einzustellen. Ich gucke nochmal. So, aber auf jeden Fall, so könnt ihr mit den Freunden spielen. So, jetzt gehen wir auf meinen Server, also mal einmal andersrum und dann gucken wir mal. So. Also, ich habe hier Atlas komplett geschlossen und bin bei dir Spiel beitreten. Und ohne Passwort hast du ja gemacht, ne? Jetzt habe ich auch ohne Passwort. Und jetzt versuchen wir das Spiel beizutreten. Full Metal. Full Metal spielt Atlas. So, mal gucken, ob das jetzt auch die Richtung funktioniert. Sollte eigentlich. Ja. Din, 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 din. Ja, es dauert ein bisschen, bis es geladen hat, ne? Und du musst dich gedulden, weil es hat ja in den Menü bin ich reingekommen und ich habe einfach nichts gedrückt, nur einfach Akzept, ne? Und einfach gewartet. Einfach gewartet, weil es hat etwas länger gedauert, bis das Spiel geladen wurde. Kennst du ja, ne? Also der Zug, der Anzeige.
Seite raus. Genau, also ich bin das Spiel beitreten bei dir, habe ich gemacht. Also ich wollte nicht, weil du brauchst ja ein Zeichen zu drücken, wollte auch mal rein. Ich habe nichts gar nicht gemacht. Hast du gar nichts gemacht und jetzt kommst du auch rein. Ah ja, also es lädt bei dir. Ich schwimme. Nee, du musst noch deinen Charakter erstellen. Hatte ich auch. Auch schwimmen und so, Charakter erstellen. Mach mal deinen Bob fertig. Mach den Bob. Nein, mach wie du möchtest. Kannst ja, kannst dich ja auch ordentlich benennen, wenn du möchtest. Vielleicht spielen wir mal hin und wieder hier ein bisschen zusammen. Ja. Gott, deine Tastatur, ne? Das ist die mechanische Tastatur, was mein Bekannter hier hat. Ja? Das Geklicke ist schrecklich. Hör auf damit. Klimper, 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 klimper. So, Klimper. Jetzt hast du deinen Namen eingetragen, habe ich so mitbekommen. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Also es hat anscheinend. Ja, da bist du ja! Gaga, Gugu Gaga! Ah, Gugu Gaga ist da! Ja, es hat funktioniert, super, wunderbar. Es ist also voll einfach. Das Problem, was wir jetzt hatten, es hat irgendwie nicht hingehauen, wenn wir Passwort eintragen wollten. Ne? Also wenn ich meinen Server mit Passwort geschützt habe, hat das nie so ganz hingehauen. Tja, nee, aber ich, ja, ich sag mal so, das wird schon funktionieren so. Gut, guck mal, ich habe hier schon ein bisschen was gebaut. Nee, hast gesehen, guck mal hier. Gott, hier diese Geklimper, ne? Klimper, Klimper. So, hier. Hör auf damit! Aufhören! Aufhören! Nein! Nein! So, also, das ist jetzt hier der Beweis, es funktioniert. So könnt ihr mal machen. Siehst du die Entfernung bei mir? Ja, und was passiert, wenn ich weiter weggehe? Du kommst nicht weiter. Das liegt daran, dass der Rechner, dass ein Rechner rendern muss. Und auf 200 Meter ist das maximale Einstellung. Also das kann man auch einstellen. Ja, dann tschüss. Magst du mal die Türen hinter dir schließen? Oh. Nein, die so, und somit, dass der Rechner halt nicht so sehr überlastet wird, ist das dann gemeint, gemacht. Ich weiß aber, dass bei ARK möglich war, das zu ändern. Das weiß ich. Und muss ich halt noch mal kurz jetzt reingucken in die Einstellungen und dann schauen wir mal. Ich bin 52 Meter schon weg. Oh mein Gott! Ich bin jetzt 200, lieb nichts. Ah, ich bin 300 Meter weg. Aber recht gut. Ah ja, Gugu Gaga ist gestorben. Okay, ich mach mal die Tür zu, ne? Okay, also es geht weiter. Okay, das ist natürlich interessant zu wissen. Ich weiß es gar nicht, wie weit das geht. Bei ARK waren 200 Meter. Mhm, mhm. Ja gut, aber wenn du etwas weiter weglaufen kannst, das ist doch supi. Also, nicht, dass du jetzt von mir wegläufst, aber ich meine nur halt, ne? Ich glaube, 200... ich glaube, 200 Meter ist völlig ausreichend. Länger muss die Leine auch nicht sein. Spaß. Ja, Gugu Gaga ist da. Alles klar, also es hat funktioniert. Super, ich freue mich. Ich freue mich. Jo, na gut, dann genau, supi. Auf jeden Fall sehr cool. So, ich bedanke mich jetzt erstmal und ich wünsche euch viel Spaß damit. Ja, ne? Es geht. Ciao.